Na, wenigstens wieder 6 Münzen. Gut, wir können die Matten upgraden mit 10. Dafür bräuchten wir 12. Next turn. Die Insel hier sieht nach reinem Selbstmord aus, ganz ehrlich. Alles flach. Das würde ich nicht probieren. Es gibt ja... Es gibt aber verdammt viele Häuser. Es wäre verdammt viel Geld. Komm, wie viel Zeit haben wir? Nächste Runde ist das Gebiet weg. Dann ist das Gebiet weg. Also wenn wir das angreifen, ist das Gebiet weg. Wir hätten nur noch das als Puffer. Komm, wir wagen es. Das würde nämlich so verdammt viel Geld bringen und wir deployen all unsere Truppen. Noch zusätzlich. Dahin, die da. Nein, ihr dahin, ihr dahin. Jetzt wird es langsam eng. Final Wave. So, war ziemlich knapp, aber es war es Risiko wert. Ganze 14. Damit könnten wir jetzt einem unserer beiden Veteran-Squads auf Venita upgraden. Ich wäre aber erstmal dafür, die anderen beiden abzugraden. Dann beenden wir die Runde. Genau, haben das verloren. Sollten aber jetzt wirklich in der Lage sein, das hier nur mit
Bogenschützen und Speerkämpfer zu halten. Speerkämpfer. Weil es gibt ja wirklich nur den einen Weg hier hoch. Wir werden nur von Leichtinfanterie und Schildträgern angegriffen. So, da kommen die gegnerischen Truppen, die ersten. Und ja, die neuen Piken sehen toll aus. Sag's mal so, solche Inseln machen Spaß. So, nächster Schwall an Gegnern. So, den können wir leider nichts mit den Pfeilen anhaben. Ja, ohne die Schildträger werden Bogenschützen verdammt immer. Und auf solchen Maps sind halt eben Speerträger verdammt immer. Oder Pekiniere. So, wieder 6 Punkte. Und vor allen Dingen einen Haufen Gegner geschlagen, ohne eigene Verluste hinnehmen zu müssen. So, neue Gegnerart. Ist die Frage, kriegen wir hier auch... Ja, genau, wir kriegen hier sogar einen Local Commander. Sehr schön, das heißt die drei, der Local Commander. Ja. So, dann gucken, dass wir nicht verlieren. So, ganz normale... Okay. Da kommt auch wieder ein großer Schwall an gegnerischen Truppen. Oh, noch einer. Die werden aber gut dezimiert. Ja, so da. Oh, da kommen die neuen Gegner.
Wow, und da kommt eine Riesenarmee. Das waren wahrscheinlich Chieftains. Roman ist popular. Codex, gucken wir doch mal kurz. Können wir uns leider hier nicht viel ansehen. Nur die Items und die Skills. Also das, was wir schon freigeschalten haben. Gegner können wir uns hier leider nicht ansehen. Gewesen ist Maximum Squad Size bei 1. Okay, Rowan machen wir mal zu unserem zweiten Speerträger-Squad. Gut. Hier geht's gegen Chieftains, hier gibt's einen Gegenstand, da gibt's wieder einen Trupp. Ja, wir kommen eigentlich dieses Mal gut voran, wenn ich mir überlege, dass wir gleich auf der dritten Insel untergegangen sind. So, die Insel ist als nächstes. Die hat Chieftains und ganz normale. Ja, Chieftains sind schon ziemlich böse. Das hier sieht wieder so aus, als ob wir es gut verteidigen könnten von oben. Können wir uns halt leider nicht ansehen. Deswegen nehmen wir jetzt die. Ja, truppenmäßig. Zeige mal. Also auf jeden Fall ein Trupp Speerkämpfer, der kann nämlich hier an der Stelle gut blocken. Ein Trupp Schwertkämpfer und Bogenschützen. Also Schwertkämpfer, Bogenschützen und da dürfen unsere neuen Speerträger mal. Ihr nach da. Ihr nach hier. Nein, nicht hier. Ihr. Also ja, die kommen sogar schon von dort. Besser kann das schon mal nicht laufen. Genauso wie die Chieftains jetzt von dort kommen. Okay, die schaffen es ganz leicht durchzubrechen, aber auch nicht so